Bloß ich sage, auch die FDP und die Union haben eine Geschichte, die haben jeweils zwei Blockparteien geerbt und können nicht so tun, als ob sie reingeboren sind. Dazu möchte ich aber mal direkt etwas, dazu möchte ich mal gerne direkt etwas hier klarstellen, weil mich das wirklich ärgert. Und aber die SED hatte die Hauptverantwortung. Ich finde das wirklich offen gestanden eine Frechheit, dass man das Unrecht der SED jetzt ausgerechnet den Liberalen in der DDR unterschiebt, die nun wirklich in den Liberalen, oft genug auch Zuflucht gefunden haben, um einigermaßen ein Leben, gegen die Mauer? Einigermaßen ein Leben führen zu können, ohne dass es von ihren SED-Genossen bespitzelt worden ist und blockiert worden ist. Ich finde diese Verharmlosung von SED unrecht, indem man die Liberalen jetzt hier angreift, ist inakzeptabel. Sie haben nicht in der DDR gelebt, aber ich, und deshalb verharmlosen Sie die Blockparteien. Und genau das geht nicht. Es sind Liberale. Sie haben nicht einen Tag Aufarbeitung der Geschichte betrieben. Sie sind umgebracht worden in diesem Regime. Sie sind gefoltert worden. Sie sind umgebracht worden. Diese Verharmlosung der SED ist eine schlichte Unverschämtheit. Also Sie haben keine Ahnung.